Mindset ist ein Begriff, der aus dem Englischen stammt und im Deutschen gar nicht so richtig übersetzt werden kann. Letztlich stellt es dein Gemüt dar, aber auch Gemüt. Was ist Gemüt? Nun, ein Gemütszustand, sagen wir doch oft, ist ein Zustand, dein inneres Setup, deine innere Struktur. Dazu zählen Gedanken, Meinungen, Vorstellungen, Glauben, Gefühle, die du mit etwas verbindest, also dein ganzes persönliches inneres Programm, dein ganzes inneres Setup, kannst du ein Stück weit auch unter dem Mind und dann natürlich auch unter dem Mindset, je nachdem, wie dein Mind gesetzt ist, wirst du ein bestimmtes Mindset haben und jeder hat ein anderes Mindset. Und dieses Mindset ist ausschlaggebend für dein Leben. Es ist ausschlaggebend dafür, wie du die Dinge wahrnimmst, wie du auf etwas reagierst, was du in dein Leben anziehst. Und daher ist es unerlässlich im Rahmen der Selbstverwirklichung, sein Mindset, ja, zum ersten anzuschauen, um zu erkennen, was da überhaupt abläuft und dann natürlich im zweiten Schritt sich aktiv damit auseinanderzusetzen, wie ein Mindset so getuned, so gestimmt werden kann, dass in dir alles stimmiger, harmonischer, klangvoller wird, sodass im zweiten Schritt auch das Außen stimmiger für dich wird. Daher ist die Arbeit mit dem Mindset unerlässlich im Rahmen der eigenen Selbstverwirklichung. Wir kommen nicht drum herum, uns mit unserem Mindset auseinanderzusetzen. Es ist ein Muss und daher ist es auch ein Muss und ein Kurs in der Selbstverwirklichungsakademie, die am 13. Januar 2017 zum ersten Mal ihre Tore öffnet. Bei diesen Recherchen habe ich auch festgestellt, dass es hauptsächlich 10 Glaubenssätze gibt, die den Menschen am meisten davon abhalten, sein Leben zu leben. Dazu habe ich einen kurzen Report erstellt, den du dir unterhalb dieses Videos in der Beschreibung, wenn du auf den Link klickst, danach gratis anfordern kannst. Und dann überprüfe mal, welcher dieser Glaubenssätze oder vielleicht 2, 3, 4, 5 sogar auch auf dich zutreffen. Gut, ansonsten abonniere bitte den Selbsterkenntniskanal, um auf dem Laufenden zu bleiben zum Thema Selbsterkenntnis und Selbstverwirklichung. Und wir sehen und hören uns dann morgen. Ciao, ciao.